Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld. Die letzte Aufnahme ist schon über 2 Wochen her. Das sage ich nur mal vorsorglich, denn ich bin mir sicher, dass ich damals groß angekündigt habe, was ich alles bauen werde, wie ich das alles planen werde. Aber das habe ich alles schon vergessen und deswegen vermute ich mal, dass ich jetzt alles anders machen werde, als ich es angekündigt habe. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben hier eine Kolonie, da liegt ein Stein drum, den irgendwie niemand wegnimmt. Gegenstände tragen. So, wir müssen irgendwen mal dazu beauftragen, dass er trägt. Der Wren zum Beispiel. Machen wir mal hier bei Bauen 4, lieber Wren. Wo bist du überhaupt? Wo ist denn der? Damit mal einer diesen ganzen Schrott hier wegträgt, der hier rumliegt. Das ist irgendwie... Das stört mich. Und vor allem, wir haben einen Tisch ohne Stühle. Du hast einen Tisch ohne Stühle. Tische sind sinnlos, wenn keine Stühle an ihnen stehen. Ja, man kann doch am Tisch stehen. Das ist dann ein Stehtisch. Man könnte auch auf dem Tisch stehen. Dann ist es, dann ist es ein Aufstehtisch. Ja, so ungefähr. Wo ist denn jetzt der Wren? Wo läuft der denn hin, bitte? Der soll doch tragen. Wren, alter Freund. Und wieso schläft Davidu eigentlich noch unter freiem Himmel? Das ist doch auch nicht so gedacht eigentlich. So, Wren trägt, oder? Nee, was macht denn der jetzt? Jetzt geht er zum Eichhörnchen. Gut, das kann man tragen, aber... Alter, ach meine Güte, da oben ist ja noch eine Abfallzone. Löschen. Ich brauche hier keine Abfallzone. Da haben wir noch eine Abfallzone. Ach so, das ist eine Abfallzone, wo nur Schutt hin darf. Das hier ist eine Lagerzone. Okay, wir brauchen auch eine Abfallzone, wo... Moment mal, Lagerzone Rohkost, Nahrung, Roh, Fleisch, vegetarisch. Waffenschutt, Leichen, Tierleichen... Ja, weißt du was? Die Tierleichen könnt ihr doch eigentlich auch dort ablegen, weil die werden dann ja eh weiterverarbeitet. So, dann weiß der Wren, was er zu tun hat. Erstmal essen, genau. Ja, und Verteidigung brauchen wir natürlich dann auch. Die Frage ist nur, hatte ich da irgendwie eine Idee? Ich glaube, ich wollte da irgendwie das da verbinden. Kann das sein? Mann, ich weiß das echt nicht mehr. Blüpp, wenig Nahrung. Du hast nur noch wenig Nahrung. Wieso habe ich so wenig Nahrung? Musst du halt ernten gehen. Okay. Ah, aber Davidu kocht ja auch schon wieder. Passt. Was macht der Wren jetzt? Jetzt läuft er wieder zu dem Eichhörnchen, was er erstmal da oben hingetragen hat. Jetzt holt er das wieder. Ich mache mal einen Turbo, damit das schneller geht. Okay, ein Trading Ship hat den Orbit verlassen. Das soll mir recht sein. Jetzt holt er endlich die Steine von da drinnen ab. Endlich! Yeah! So, weg mit den Steinen, weg mit den Steinen, weg damit. Weißt du was? Jetzt geht er mal schlafen. Den hier. Achso, das ist abbauen. Gegenstände tragen natürlich. Kannst du auch mitnehmen. Jetzt erstmal schlafen. Möglichst schnell, bitte. Und aufgestanden. Ja. So, da ist jetzt jede Menge Schutt vor unserer Haustür. Das können wir dann gleichzeitig auch als wie einen kleinen Verteidigungswall sogar benutzen im Zweifelsfalle. So, jetzt können wir dann gleich mal anfangen, Stühle zu Holzboden-Building. Achso, den müssen sie erst bauen. Stühle zu konstruieren. Das ist unter Möbel. Metallstuhl. Ich möchte mal hier Holzstühle bauen. Es gibt aber nur Holztische. Na gut, dann müssen es halt Metallstühle sein. So, 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 machen wir gleich mal. Vollen Konferenztisch hier. Brauchen wir es ja eigentlich noch nicht wirklich. Wie sieht es eigentlich mit Metall aus? Da unten liegt noch ein bisschen was herum. Das haben wir soweit aber abgebaut. Haben wir nicht hier oben? Da haben wir auch ein bisschen abgebaut. Okay, da ist noch ein bisschen was da. Da würde ich fast sagen, dass wir hier oben... auch noch ein bisschen weiter abbauen, so. Damit wir halt auf jeden Fall genügend haben und Verteidigung benötigt.
Ja, ich wollte eigentlich jetzt noch so ein, Moment mal, das war doch unter Forschung, oder? Steinhauerei wird erforscht. Okay, so, denn Ren, der hat ja jetzt alles weggeschleppt, oder? Ne, da oben noch nicht. Die Steine fehlen noch, die muss er noch schleppen. Dann stelle ich ihn wieder auf Bauen, weil, dann würde ich... Moment mal, aufziehen, verarzten, bla 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 bla, reparieren, anbauen, abbauen, forschen. Forschen hat keiner eine Priorität. 320, 320, 320 können sie eh alle nicht. Da würde ich dann aber die Rose dazu verpflichten. Die hat da sonst eh nicht wirklich was zu tun. Machen wir da mal eins, dass die dann mal forschen geht bei Gelegenheit. Erstmal noch abbauen und dann forschen. So, Ren schleppt jetzt die Steine auch, hoffe ich. So, sehr schön. Haben wir auch genügend Material für den Steinmetz dann. Aber da müssen wir halt erstmal das Dings erforschen. Weil die Außenmauer möchte ich unbedingt aus Steinen bauen. Das muss dann, glaube ich, schon sein. Die sollte zumindest irgendwie so funktionieren, dass der hier, der Teil und der hier... diese beiden Energiequellen halt auch nutzbar sind. Das ist halt echt dann die Frage, wo bauen wir unsere Festungsmauer, unsere Außenmauer? Also den können wir, glaube ich, integrieren in unsere Festung, wenn wir dann hier so eine Festung einfach bauen. Den hier, da müssen wir vielleicht ein eigenes Gebäude bauen und dann eine Stromleitung oder so irgendwie. So, mal gucken. Sollte aber eigentlich machbar sein. Hier, dass wir dann hier hinbauen, dass wir dann so eine Doppelmauer bauen, so einen Gang langen und der dann an die Hauptverteidigungsanlage oder an die Hauptfestung sozusagen anschließt. So, essenstechnisch, ja, es wird wieder, der Ren ist da. Oh, ein gelber Brief. Du hast den Absturz einer Rettungskapsel registriert. Wenn jemand den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Wo? Bling! Gleich mal bei unserer Basis, das ist schön. Da ist der Hansen, ein Ministrel. Weiblich, Weltraumflüchtling. Ausgerüstet, Pistole, bewusstlos. Was kann die denn? Forschung 7. Ah, eine Forscherin, sehr gut. Das können wir brauchen. Die müssen wir jetzt aber erstmal verhaften, oder wie war das? Fangen, genau. Ach so, keine, ja, keine Betten möglich. Da müssen wir halt hier ein Gefängnisbett draus machen. Gefangene. Und jetzt, lieber Ren, geh mal und fang. Fang. Fang, Hasso. So, und dann können wir eigentlich auch hier gleich mal eine weitere Zelle bauen. Nur, dass wir halt dann immer eine mehr haben als notwendig. Struktur. Metallwand. So, hier, zwei, drei. Und dann so rüber. Und dann so. Drinnen, also vorne mal eine einfache Tür, drinnen einen Holzboden, wo haben wir das hier, Boden, Holzboden, zack und zack und dann halt die üblichen Möbel, ein Bett hier rein, eine Lampe, eine Stehlampe und einen Blumentopf, das ist vermutlich unter Dekoration, jawohl, so. Ja, das wird dann halt nach und nach errichtet. So, der holt jetzt da die Dings ab. Die Pistole, nimmt die jetzt nicht mit oder was? Oder wird er die abgenommen? Ich frage mal, ob ich die jetzt noch... oder ich frage mich, ob ich die jetzt dann überzeugen muss, die Hansen. Oder ob die jetzt eh sich mir anschließt. Verarzten, die Rose hat hier Priorität 2. Aufsehen hat der Davidu 2. Das sollte hoffentlich reichen. Ich meine, die ist auch relativ dick. Die hat noch ein bisschen Vorräte. Ich weiß, das ist hat keine Auswirkung aufs Spiel, aber ich sag das halt so. Davidu erntet hier Gemüse, der müsste auch mal Neues anpflanzen, oder? Anbauen, Pflanzen schneiden. Ja, na gut, okay, muss er machen. Hoffe ich, der macht das auch. Ich kann ja mal auf öffnen Gefangenenreiter, um zu sehen, wie sie behandelt werden. Du benötigst einen Aufseher, das haben wir schon. Gefängnis anwerben. Ja, freundliches Gespräch. Genau, Rekrutierungsschwierigkeit 30, was auch immer das jetzt heißen mag.
Loyalität ist eh schon hoch. Das müsste eigentlich dann eh sofort funktionieren. Very familiar with science and medicine. Okay, dann können wir eigentlich gleich mal einstellen. Also können wir noch nicht einstellen, aber dann machen wir hier Forschung wieder auf 4. Das kann dann warten, bis wir die Hansen rekrutiert haben. Und Pflanzen schneiden, das wollte ich in Auftrag geben. Hier unten Pflanzen schneiden. Wir schneiden alle Pflanzen. So. Ah, da kann man auch so ein Feld ziehen. Achso, das Gras will ich jetzt nicht schneiden. Das kann man schneiden, das wusste ich gar nicht. Abbrechen. Das will ich jetzt nicht unbedingt schneiden. Das kann man nicht essen. Die da unten Pflanzen schneiden, können wir eigentlich auch schneiden. Reif sind sie ja alle. Ja. Tisch ohne Stühle ist leider immer noch. Ich hoffe mal, dass da jetzt irgendwer mal dann was holt. Die Rose baut hier weiter ab. Das heißt, Metall haben wir erstmal wieder ausreichend. Jetzt geht's ins Bett. Machen wir mal einen Turbo rein. Ich muss eine neue Turbo-Melodie ausdenken. Eine Gruppe von Piraten von The Shadow Slicers sind aus dem Orbit gelandet. Sie greifen direkt an. Wieso landen die immer aus dem Orbit? Das verstehe ich nicht. Eine Gruppe aus einer Person. Buffy, ein Miner. Weiblich, Wanderer der The Shadow Slicers. Ausgerüstet mit Pistole. Greift Metallwand im Nahkampf an. Nimm das, du fiese Metallwand. Ich werde es dir zeigen. Das Glänzen wird dir schon noch vergehen. Ich mache einen Kratzer in dich rein. So, ich muss euch leider alle aufwecken, weil da ist jemand, der uns angreift. Nämlich die Buffy. Ich schätze mal zu dritt, wenn wir da keine Probleme haben, die Buffy jetzt sozusagen außer Gefecht zu setzen. Warte mal, gehen wir mal eher so hin, dass sie sich nicht so gut verstecken kann. So, und jetzt bitte angreifen. Schieße auf Buffy Miner. Schieße auf Buffy Miner. Und schieße auf Buffy Miner. Okay. Jetzt kommt sich ums Eck rum. Ja. Ah, die können wir jetzt auch gleich gefangen nehmen. Dazu werden wir schnell mal erstmal gucken, was die kann. Bergbau 13. Wow. Nicht schlecht. Konstruktion 6. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Erstmal die aus dem Militärmodus rausnehmen, sonst erschießen die noch. Pistole dürfte auch nehmen. Und was wir jetzt brauchen, ist hier ein weiterer Schlafspot. Wo haben wir das denn? Schlafplatz, hier unten. Blödsinn, nicht hier rein. Ah, Mann. Weg damit. Weg damit! Ach so. Abreißen. So. Schlafplatz hier bei der Hansen rein. Und das ist eh auch jetzt schon automatisch aufgefangene Gedings. Und Davidu kann ja mal Buffy Miner fangen. Ren und Various, Ren und Rose gehen jetzt mal. Wo gehen die jetzt eigentlich hin? Die gehen Metall holen, okay. Offenbar haben sie schon genug geschlafen. So. Dann mal hier schön ins Bettchen und mal schauen, was der Davidu jetzt macht. Der geht jetzt Pflanzen schneiden. Ah, schön. Gut so. Das war unser erster Räderüberfall, aber der war ja jetzt noch relativ simpel zu erledigen. So, Ren läuft da unten hin. Ah, jetzt holen sie das Metall oder was? Lieber wäre mir ja, wenn sie weiter bauen würden. Rose hat hier gemeinert. Rose ist ja auch ein Miner, oder? Miner, ja. Hat wie viel? 10 bei Bergbau. Das heißt aber der andere, die Buffy. Die Buffy hat aber, Buffy Dickerson, hat aber mehr, die hat 13. Die kann aber auch die anderen Sachen einigermaßen, so ein bisschen halt, schießen kann sie nicht besonders, hat man gemerkt. Und Veronica Hansen kann forschen. Und Medizin, na gut. Heilen tun sie gerade beide, das ist gut. Und Essen werden die dann wohl auch kriegen, denke ich mal, dass unsere Leute das dann auch machen werden. Ja, ich weiß, dass ich die Zeit beschleunigen, verlangsamen oder pausieren kann. Das mache ich doch die ganze Zeit. Liebes Spiel. Du hast gesagt, das ist ein intelligentes Tutorial, was einem nicht Sachen anzeigt, die man schon kann oder kennt. Scheinbar funktioniert das nicht ganz so, wie eigentlich beabsichtigt. So, hier entstehen gerade weitere Stühle. 4 Stück.
Das heißt, das ist jetzt weg, Tisch und Stühle. Du bist schon eine ganze Weile hier, wurdest wahrscheinlich auch schon entdeckt. Bald werden die Piratenüberfälle beginnen, Verteidigung der Kolonie vorbereiten. Ja, dazu würde ich ja ganz gerne erstmal Dingens machen. Erstmal die Hansen überzeugen. Schlafen beide noch? 34 hatte die... Okay, die heilen wirklich. Ich wollte da nur sicher gehen. Nicht, dass das Rote Kreuz heißt, dass sie Hilfe brauchen oder so. Nee, die heilen wirklich. Essen brauchen sie halt noch. Also aufsehen würde ich da wie du sehen. Auf 1. Dass der denen dann auch was zu essen bringt. Und mit ihnen quatscht vor allem halt. So, was macht der als nächstes? Der läuft jetzt hier hin, nimmt sich ein Essen. Weiß nicht, ob für sich selber oder... was auch immer. Beim Schlachttisch. Ah, da müssen wir erstmal sagen, Schlacht der Kreatur. Ändern. Du darfst alle Tierleichen schlachten. Und du machst das, mache, bis du X hast. Das geht nicht, weil es unvorhersehbare Gerüchte. Okay. Mache für immer, würde ich sagen. Wenn es welche gibt zu schlachten, dann mach das auch. Finde ich jetzt ist eine gute Idee. Ja, aber Suchradius würde ich jetzt eingrenzen. Auf die Gegend der Kolonie. Nicht, wenn hinten irgendwo ein Tier umfällt am anderen Ende der Karte, dass der dann hinläuft. Oh, da ist ein Tier umgefallen. Ich muss da sofort hin. Oh. Das, ja, dann läuft dann einen Kilometer dorthin. Oh, Mann. Na gut, okay. Tja, dann würde ich sagen, wir sehen dann in der nächsten Folge weiter, was wir da noch machen können. Wir haben jetzt zumindest schon mal zwei Gefangene. Also, wenn wir Glück haben, dann haben wir bald... Okay, die nimmt sich das zu essen mit. Sehr schön. Dann haben wir bald... Oh, jetzt ist die Loyalität gesunken. Müsste aber dann gleich wieder steigen eigentlich. Geteiltes Schlafzimmer. Ja, was soll ich machen? Kein Einzelzimmer mit Fernseher hier bei im Gefängnis. So, die Rose muss wahrscheinlich jetzt noch Metall holen. Ah, oder Holz holt sie jetzt. Ach so, ja klar, wegen des Holzbodens. Ja, wir werden in der nächsten Folge dann weitersehen. Und bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.